Es ist wieder soweit. Wie jedes Jahr sammeln wir endlich wieder Bärlauch. Wir haben schon ganz lange gewartet, bis die ersten Pflänzchen endlich ihr Köpfchen rausstecken. Und jetzt wächst der Bärlauch schon richtig hoch und richtig gut. Und wir haben uns einen schönen Tag ausgesucht, um ganz viel Bärlauch zu sammeln. Wie sollen denn unsere Tortenfüßler heißen, Mama? Was sagst du? Lena? Lena Popina. Könnten wir heißen. Es ist so schön, die ersten Frühlingsboten sind alle schon da und der Bärlauch, der grünt so sehr und an den Bärlauchfeldern riecht es so schön aromatisch nach Knoblauch. Es ist wirklich total toll. Richtig viel. Bis zum Boden geht es. Ja. Nachdem wir eine ganze Menge Bärlauch gesammelt haben, finden wir uns jetzt in unserer Küche wieder und wir wollen jetzt ein super leckeres Pesto zubereiten. Dafür geben wir einfach den Bärlauch in einen Mixer. Ja, und naschen hier und da mal ein bisschen. Und dann nehmt ihr einfach ein paar Nüsse eurer Wahl. Ich in dem Fall mache es hier mit Macadamia-Nüssen. Wir wollen auf jeden Fall eine vegane Variante herstellen. Und dann geben wir einfach Olivenöl dazu, Salz und Pfeffer. Und dann wird das Ganze schon auf niedriger Stufe gemixt. Et voilà! Und schon ist ein super leckeres Bärlauchpesto fertig. Lecker. Jetzt müsst ihr das Ganze nur noch in Gläser füllen und wir machen am Ende noch immer einen Klecks Olivenöl drauf, damit das Ganze nicht schlecht wird und lange haltbar bleibt. Und meine Kinder geben jetzt noch ein paar Sticker mit der jeweiligen Bezeichnung drauf, so dass wir auch langfristig wissen, was wir Tolles in diesen Gläsern haben. Genau. Bärlauch. Mach ich besser Pesto. Das wird lecker.